like a sleep twitch. Editors Papillon. De eerste drüher Emil Inauen. Er lebt mit seiner Frau Barbara und den drei Kindern Naina, Noe und Amelie seit 2 Jahren in dem Land, wo das Wochenende alle davon reden, Norwegen. Der Emil hat vorher erzählt, wie sehr sie betroffen sind und wie sehr Norwegen geschockt ist über die schlimmen Attentate mit über 90 Toten. Aber am Schluss hat der Emil gesagt, das Leben muss weitergehen. Emil, sein Leben sind Schlittenhunde. Das ist natürlich mit ein Grund, warum der Emil und seine Familie auf Norwegen ist. Aber es gibt noch andere, hat er mir erzählt. Ich bin halt viel herumgereist. Durch den Beruf, den ich vorher hatte. Ich war Skifahrer und Kletterer. Und bin eigentlich viel zu Kanada und zu Alaska. Und eigentlich, obwohl ich ein Hewe-Appenzeller bin, wie alle, man sagt es eigentlich, der Appenzeller ein bisschen noch. Und das bin ich gleich noch. Aber ich habe mich einfach dann früh so ein bisschen an Länder haben mich angezogen, die viel Platz haben und für die Natur wichtig ist und man sie auch noch fönt in dem Sinn. Und das ist eigentlich so ein bisschen ein Hauptgrund. Das ist auch ein Grund, warum man den Schlittenhundesport betreibt. Das ist nicht nur jetzt so eine abgöttische Liebe an die Schlittenhunde oder so, wie man es viel hört, mit blauen Augen, sondern der Schlittenhundesport für uns hat einfach viel mit Natur zu tun und das ist auch ein Grund, warum man ihn betreibt. Und aber was heisst das, ihr betreibt den Schlittenhundsport? Also habt ihr eine Schlittenhundfarm oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, in der Zwischenzeit ist es wirklich ein bisschen eine Farm, insofern, dass wir etwa, ich kann es nicht einmal genau sagen, wir zählen jetzt nicht Alltag, wir haben etwa 45 Hunde. Und mit Auslauf vom Zäunig und mit Zwinger verschiedene, etwa 25 Zwingerabtal und junge Hündli und jährige, also Jährling sagen wir denen, und ein Rennteam, anderthalb Rennteam und dann natürlich ein paar Veteranen auch, die man halt auch nicht weggeben wollen, weil wir sie lieb haben und so, also es ist schon ein rechter Betrieb, ja. Ja, das tut noch ziemlich viel Arbeit. Wie sieht denn so euer Alltag aus mit diesen Hunden? Ja, das ist furchtbar. Also der Alltag ist nicht furchtbar, aber mit der Arbeit, das ist natürlich, das ist wie Bauerei, da hört nie auf. Und ich muss jetzt auch sagen, ich habe dann auch Händler, also bei uns, in unserem Sport sagt man Händler, und das sind eigentlich, sind das wie Stall, wie sagt man denen? Stallburschen. Zum Beispiel Stallburschen oder so, ja. Das sind Leute, das ist eigentlich auch eine von der wenigen Möglichkeiten, in diesen Sport reinzukommen, ist über so eine Anstellung, in so einen Rennzwinger, wie jetzt bei uns. Mhm. Das sind viele Junge aus aller Welt. Jetzt habe ich gerade einen Belgier hier, der den Sport lernen will. Aber es ist ja nicht, man kann ja nicht einfach mal schnell 20 Hunde kaufen und einen riesen Keg und alles sich anschaffen, weil man Lust hat, den Sport anzufangen. Und da ist eigentlich auch mal eine gute Möglichkeit, dass mal ein Junge vielleicht nach einem Studium oder vielleicht vor einer Berufsausbildung, wo nicht genau weiss, was er will oder was er soll, hat sie so Leute, die halt dann sich melden und sagen, sie würden gerne mal reinschauen und uns helfen. Und die sind dann eigentlich den ganzen Tag dabei, beim Putzen, bei der Pflege, im Training, aber können auch mit, wenn es dann gut sind, nehmen sie auch mit an Trennen. Und so, jetzt im Moment habe ich einen, aber es kommt dann noch ein zweiter auf den Winter, ins Wintertraining. Und natürlich die Frau auch im Hündengrund. Ohne das wäre es unmöglich. Aber jetzt stelle ich mir vor, also Schlittenhund fahren oder den Sport betreiben, das ist doch ein Wintersport, oder? Das macht man doch, wenn es Schnee hat. Ja. Was machen wir jetzt im Sommer? Ja, das stimmt schon. Wobei man natürlich, also es ist halt wie bei allem, wenn es in Leistungssport reingeht, dann ist da natürlich mit viel mehr verbunden, als dass man auf die ersten Schneeflocken wartet und dann auf den Schlitten steht. Ja. Das heisst, wir fangen in den Monaten vorher an, mit dem Zug, ich sage jetzt dem einfach mal Zugtraining, das ist vor einem Wagenspannen. Das ist dann mit einem Wagen oder mit einem Vierrad dürfen, von einem Quad, wie man dem sagt. Und, aber eigentlich ist natürlich das ganze Jahr rundum ins Training, das ist wie vielleicht vorstellt, wie mit einem Rennross oder so, das stellt man ja nicht einfach 2 Wochen vorher und fängt mal ein bisschen an über eine Hürde. Ja, klar. Und ein Rennhund, ein kleiner, das fängt eigentlich ab Geburt wird entschieden, das ist ein Rennhund tendenziell und so tun wir ihn ausbilden. Er muss ein gutes Fressverhalten haben und da muss ganz viel stimmen und das probieren wir eigentlich den Hunden so anzugewöhnen und zu trainieren und dann das andere ist eigentlich dann noch einfach der Schluss und ein Schlittentraining, man kann sich das so, wir fahren noch Langdistanz, das ist eben auch nochmal eine ganz andere Geschichte als jetzt vielleicht Sprint. Viel Trainings intensiver.
Man muss sich das so vorstellen, dass in der Hauptphase, in einem Dezember oder Januar, vor den grossen Rennen, trainiere ich mehr täglich zwischen 6 und 10 Stunden. Das ist ja wahnsinnig streng. Ja, das ist, man gewöhnt sich an das Leben. Dir gefällt es, man merkt es. Ja, mir gefällt es natürlich. Es ist nicht für jedermann, es macht es auch zum Glück nicht jeder. Das würde ich wahrscheinlich schon wieder nochmal machen, aber, oder mehr. Aber der Schlüssel zu dem ist natürlich eine gewaltige Begeisterung. Sonst macht das kein Mensch, so etwas. Aber bei den Hunden ist es ja das Gleiche. Wir schaffen ja eigentlich das nur, dass die Hunde so viel leisten, also über eine Zucht, die sind natürlich züchtet für das, aber der Nebst ist das eine gewaltige Begeisterung, sich zu bewegen in der Natur. Und für den Mascherhörner drauf muss das auch sein, weil sonst macht man das einmal 2 Wochen. Es hat auch viele Leute, die einmal können und schauen können und irgendwie nach 2 Wochen haben die nur noch Halt und wollen nur noch schlafen. Und ja, dann ist es halt nicht richtig. Aber sag jetzt mal, du hast vorher gesagt, man kann sich ja nicht einfach so schnell, wenn man sich für das interessiert, schnell 20 Hunde anschaffen. Wie bist denn du überhaupt zu dem gekommen? Wie hat das Ganze angefangen bei dir? Ja, also ist natürlich jetzt auch schon ein langer Prozess. Ich habe eigentlich schon gerne mit meiner jetzigen Frau, damals Freundin, angefangen, bin schon mehr dazu zu Hunden gekommen. Und das hat in Kanada über Kletterreisen sind wir an Leute angeraten, die Schlittenhunde hatten. Und wir haben schon alle Hunde begeistert, aber ich hatte nie geplant, irgendwie jetzt einen Haufen Hunde zu haben und irgendwelche gesponnenen Rennen hier irgendwo in der Arktis zu fahren. Das war nie der Plan gewesen. Aber irgendwann hat sich's geändert. Ja. Scheinbar. Ja, leider. Was leider? Es ist natürlich so ein Leben, das überkehrt alles. Auf Appenzeller-Dialekt überkehren heisst einfach, das ändert alles, oder? Das ist weit weg von einem traditionellen Familienleben, das ist weit weg von einem normalen Tagesablauf. Vor allem im Winter, wir sind nächtelang fahren wir einfach mit diesen Hunden raus und trainieren die und ich sehe, wir haben super Zeiten im Sommer, wo ich auch viel mit der Familie probiert zu machen. Im Winter ist es natürlich dann wieder anders, da sehe ich halt zum Teil wirklich gehofft. Mehrere Tage fast nicht. Das ist ganz unterschiedlich. Wenn man es so betreibt wie wir, dann ist das ein richtiger Beruf. Und sogar, ich würde sagen, ein sehr, 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 ein Beruf, wo sehr viel fordert. Ein strenger Beruf, wo er manchmal seine Kinder kaum sieht, sagt Emil, wie er trotzdem mit seinen Kindern seinen Beruf vereinbart. Und was ihm, im Emil ganz persönlich an Norwegen besonders gefällt, das hören wir gerade von ihm hier im Weltweit auf der S3.